Heute möchte ich euch zeigen, wie ich eine runde Torte mit Fondant eindecke. Grundvoraussetzung für eine schöne glatte Torte ist erstmal eine sauber eingestrichene Torte. Das bedeutet, jeder Kuchen sollte zunächst glatt mit Ganache oder einer geeigneten Buttercreme überzogen werden. Wie das funktioniert, zeige ich euch in anderen Videos. Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Dann ist es noch wichtig, dass man einen guten, elastischen Fondant verwendet. Ihr könnt diesen nach einem meiner Rezepte selbst herstellen oder auch kaufen. Masaticino, Callebaut oder der Tortenkleid-Fondant sind zum Beispiel gute Marken, mit denen sich tolle Ergebnisse erzielen lassen. Hier auf YouTube findet ihr bei mir eine ganze Playlist, wie man grundsätzlich Motivtorten macht. Diese verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox und ist auch da oben als Hinweis zu sehen. Weitere Tipps, ganz viele Rezepte und natürlich auch Ideen zum Dekorieren einer Torte findet ihr auch auf meinem Blog Ofenkicker. Zum Eindecken gibt es zahllose Gerätschaften. Einige sind wirklich wichtig, andere weniger. Ich zeige euch hier, was ich über die Jahre für praktisch empfunden habe. Ganz wichtig ist erstmal ein glatter Ausrollstab. Kauft nach Möglichkeit ein Modell mit solchen Gummiringen, womit man den Fondant ganz gleichmäßig dick ausrollen kann. Übrigens kann man diese Gummiringe auch einzeln nachkaufen. Natürlich könnt ihr für den Anfang auch ein Nudelholz nehmen. Daran klebt der Fondant aber leichter fest und außerdem überträgt es öfter die Holzstruktur in den Fondant. Damit nichts an der Arbeitsplatte festklebt, rollt man dann auf Palmin, einem weißen Pflanzenfett, oder Stärke aus. Palmin ist bei eher festen, trockenen Fondantsorten besonders geeignet, weil es den Fondant nicht zusätzlich austrocknet. Auch bei dunklen Farben ist es von Vorteil, weil es keine Flecken hinterlässt. In meinen Videos seht ihr meist, dass ich auf Stärke ausrolle. Das liegt daran, dass der Fondant auf einer mit Stärke bepuderten Arbeitsfläche besonders wenig klebt. Gerade bei der Verwendung eher weicher Fondantsorten oder bei feuchtem, warmem Wetter profitiert man auch von den etwas austrocknenden Eigenschaften der Stärke. Diese Plastikteile nennen sich Smoother oder Fondantglätter. Damit kann man den Fondant auf der Torte glatt streichen. Die Dinger gehören definitiv als letztes auf die Einkaufsliste. Statt Smoothern kann man nämlich auch einfach die Hände oder einen Rest Fondant nehmen. Ich zeige euch später, wie das funktioniert. Neuerdings gibt es auch noch diese sogenannten Flexi-Smoother zu kaufen. Man kann sie auch ganz leicht aus einem flexiblen Stück Plastik selbst zuschneiden. Diese sind sehr nützlich, um einer Torte scharfe Kanten zu verpassen. Zu Anfang braucht man solche Flexi-Smoother nicht, mit zunehmendem Anspruch an Perfektion sind sie aber durchaus empfehlenswert. Besorgt euch in der Apotheke oder bittet euren Arzt des Vertrauens einmal um eine Nadel zum Spritzen von Medikamenten. Mit diesen Nadeln, die geschliffen und von innen hohl sind, kann man ganz ausgezeichnet Luftblasen entfernen. Notfalls tut es aber auch eine einfache Stecknadel. Zum schnellen Zuschneiden des Fondants ist ein Pizzaroller ausgesprochen praktisch. Ein normales Messer für Feinheiten sollte aber auch nicht fehlen. Um die Größe der benötigten Fondantdecke zu bestimmen, kann man ein Maßband verwenden. Normalerweise setzt man die Torte nach dem Eindecken nochmals auf die eigentliche Servierplatte um. Dazu ist so ein Tortenretter oder auch ein Palettenmesser sehr praktisch. Schließlich gibt es noch ein Hilfsmittel, das man nicht unterschätzen sollte. Ein großer Drehteller erleichtert sowohl das Einstreichen als auch das Eindecken der Torte. Das ist wirklich eines der Dinge, die es sich so früh wie möglich zu kaufen lohnt. Zumal so ein Drehteller auch nicht wirklich teuer ist. Meinen habe ich für wenige Euro bei IKEA gekauft. Um eine saubere untere Kante zu bekommen, verwende ich dann auch einen Spezialtrick. Dafür stelle ich die Torte auf eine kleine Erhöhung. Damit nichts verrutscht, lege ich überall saubere Schwammtücher dazwischen. Voraussetzung für diese Methode ist allerdings, dass die Torte auf einer stabilen Pappunterlage sitzt. Mehr zu Pappunterlagen findet ihr auch in meinen Videos zum Einstreichen einer Torte. Hier habe ich nun meine Torte, die ich bereits glatt mit einer Swiss Meringue Buttercream eingestrichen habe. Das Rezept ist unten in der Infobox verlinkt. Die Torte befindet sich, wie schon gesagt, auf einem dünnen Pappboard. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, erleichtert das Leben aber sehr. Wie schon gesagt, habe ich die Torte auch auf meinen Drehteller gesetzt. Die Torte sollte außerdem gut gekühlt worden sein, damit sie schön fest ist. Außerdem habe ich meinen Fondant bereitgelegt. Hier verwende ich selbstgemachten veganen Fondant. Das Rezept findet ihr als Video ebenfalls unten in der Infobox. Ich messe nun die Höhe der Torte und den Durchmesser. Für den Fondantüberzug muss ich später einen Kreis ausrollen, der komplett über die Torte reicht. Er muss also einen Durchmesser von zweimal der Höhe der Torte plus den Durchmesser der Torte haben. Für eine Torte mit 20 cm Durchmesser und 9 cm Höhe
ergibt sich also eine Fondantdecke von 20 plus 2 mal 9, also 38 cm Durchmesser. Dafür werden etwa 750 Gramm Fondant verwendet. Für eine Torte mit 24 oder 26 cm Durchmesser und 6 bis 10 cm Höhe empfehle ich 1 Kilo Fondant. Letztlich landet nicht so viel Fondant auf der Torte. Ein deutlicher Überhang und eine nicht extrem dünn ausgerollte Decke erleichtert das Arbeiten aber gerade zu Anfang sehr. Mit zunehmender Übung kann man den Fondant dann sparsamer ausrollen. Im ersten Schritt muss der Fondant geschmeidig geknetet werden. Damit nichts klebt, fette ich meine Hände mit Palmin ein. Auch die Arbeitsfläche reibe ich dünn damit ein. Dann knete ich den Fondant einige Minuten, bis er weich und geschmeidig ist. Sollte der Fondant mal sehr schwer zu kneten sein, kann man ihn vorsichtig in 10 bis 20 Sekunden Etappen in der Mikrowelle erwärmen. Passt aber auf, der Fondant wird sehr schnell warm und könnte im Extremfall sogar karamellisieren. Achtet darauf, dass natürlich die Arbeitsfläche und eure Hände sauber sind. Sonst habt ihr ruckzuck hässliche Flecken oder Krümel im Fondant. Es ist außerdem empfehlenswert, den Fondant möglichst wenig übereinander zu schlagen. Besser ist es, ihn in sich zu kneten. So reduziert man die Gefahr, dass sich Luftblasen bilden. Ich persönlich finde das aber gerade bei kleinen Mengen gar nicht so einfach und mache mir um die Knettechnik ehrlich gesagt nicht ganz so viele Gedanken. Der Fondant ist fertig geknetet, wenn er sich leicht wie Kaugummi dehnen kann. Er sollte sich außerdem nicht mehr kalt anfühlen. Zum Schluss rolle ich den Fondant zu einer glatten Kugel. Dann bestreue ich die Arbeitsfläche großzügig mit Stärke. Auch den Fondant selbst reibe ich dünn mit Stärke ein. Anschließend ziehe ich die gewünschten Gummibänder über den Ausrollstab. Als Anfänger empfehle ich die roten, mit denen der Fondant etwa 4 bis 5 mm dick wird. Mit diesen blauen Gummiringen wird der Fondant knapp 3 mm dick. Das ist die Stärke, in der ich meinen Fondant normalerweise ausrolle. Dann rolle ich den Fondant aus. Dabei drehe ich ihn immer mal wieder, damit er nicht an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Der Fondant sollte aber nie gewendet werden, weil sonst hässliche Stärkeflecke entstehen. Sobald ich eine Luftblase sehe, steche ich diese mit der Nadel auf und drücke vorsichtig die Luft heraus. Wartet man damit zu lange, entstehen Dellen im Fondant. Ich messe nun nach, ob der Fondant schon ausreichend groß ausgerollt ist. Bitte entschuldigt die Unschärfe, meine Kamera spinnt da manchmal etwas. Damit der Fondant auf der Cremeschicht klebt, befeuchte ich diese mit etwas Wasser. Dafür mache ich ein Küchenkrepp nass und fahre über die Torte. Natürlich kann man auch einen Pinsel nehmen, wenn einem das lieber ist. Dieser Schritt ist sehr wichtig, weil trockene Stellen auf der Torte leicht Luftblasen entstehen lassen. So wenig Wasser schadet dem Fondant auch überhaupt nicht, da muss man sich keine Sorgen machen. Anschließend rolle ich den Fondant etwas auf meinem Ausrollstab auf und hebe ihn damit über die Torte. Alternativ, gerade bei sehr großen Fondantdecken, kann man auch mit beiden Händen und Unterarmen unter den Fondant fahren und diesen dann vorsichtig hochheben. Nun rücke ich die Fondantdecke noch etwas zurecht. Wie ihr hier seht, ist die Decke deutlich größer wie die Torte. Dadurch fällt sie schon fast von alleine glatt über die Ränder. Rollt man sie dagegen zu klein aus, entstehen an den Seiten zahllose Falten. Als erstes streiche ich dann den Fondant oben auf der Torte glatt. Dabei achte ich darauf, dass keine Luft eingeschlossen wird. Luftblasen versuche ich nach außen an den Rand der Torte zu schieben. Nun geht es an das faltenfreie Eindecken des Randes. Mit der einen Hand hebe ich den Fondant vorsichtig hoch und ziehe ihn leicht nach außen. Mit der anderen Hand streiche ich den Fondant glatt an die Torte. Dabei drehe ich die Torte ständig und arbeite mich rings um die Torte rundherum. Nach und nach glätte ich so alles. Wichtig ist es, nicht zu sehr am Fondant zu ziehen. Sonst kann es passieren, dass er zu dünn und durchscheinend wird oder im schlimmsten Fall sogar reißt. Das kann auch passieren, wenn die Fondantdecke bei hohen Torten sehr schwer ist und so stark nach unten zieht. Dann sollte man zügig arbeiten und den Fondant so schnell wie möglich passend kürzen. Außerdem ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Torte ringsherum gleichmäßig geglättet wird. Würde man sich erst an einer Stelle ganz nach unten vorarbeiten, dann drehen und wieder ganz nach unten glätten, bleibt zum Schluss zwangsläufig ein faltiges Stück über. Um Stärkeflecken möglichst zu vermeiden, sollte man außerdem nie die Hände wechseln. Dadurch ist die eine Hand mit der Unterseite des Fondants in Kontakt, die ja mit Stärke bepudert ist, und die andere Hand bleibt sauber zum Glätten der Torte. Zum Schluss glätte ich die Kante zwischen Torte und Drehteller.
Mit dem Pizzaroller kürze ich den Fondant nun grob. Der Rest kann auf Flecken von der Creme kontrolliert werden und, falls er dann sauber ist, für ein anderes Projekt weiterverwendet werden. Mit der Handkante schiebe ich den Fondant dann eng an die Torte. Man kann jetzt an dieser Stelle den Fondant auch einfach so eng an der Torte entlang abschneiden. Häufig entstehen dabei aber Schnittmarken oder man schneidet den Fondant nicht kurz genug oder zu kurz. Ich möchte euch daher einen Trick zeigen, mit dem man die untere Kante sehr einfach sehr schön sauber schneiden kann. Deswegen kürze ich den Fondant nur auf einen knappen Zentimeter. Ich schiebe den Tortenretter vorsichtig unter die Torte und hebe sie dann hoch. So stelle ich sie erstmal beiseite. Auf den gereinigten Drehteller lege ich dann ein feuchtes, sauberes Schwammtuch. Darauf stelle ich eine Plastikdose oder einen anderen Gegenstand, der etwas kleiner wie die Torte ist. Auf die Dose lege ich wieder ein feuchtes Schwammtuch. Die Tücher verhindern das Verrutschen der ganzen Konstruktion. Dann setze ich die Torte mittig darauf. Hier sieht man nochmal besser, wie das Ganze aufgebaut ist. Unten ist eben der Drehteller, dann kommt das Schwammtuch, die Plastikdose, wieder ein Schwammtuch und ganz unten der Torte ist eben das Pappbord, die die Torte richtig hält. Dann eben die Torte mit dem Fondantüberzug. Auf diese Weise schwebt die Torte nun und der Fondant hängt lose herunter. Mit dem Fondantglätter glätte ich nun zunächst die Oberfläche der Torte. Dann streiche ich den Fondant an den Seiten runter. Mit einem kleinen Messer schneide ich nun den überschüssigen Fondant ab. Dazu halte ich das Messer fast waagerecht und bewege es von außen nach unten unter die Torte. Dadurch entsteht ein sehr sauberer Schnitt. Mit dem Glätter glätte ich die Kanten nochmal vorsichtig. Anschließend setze ich die Torte wieder normal auf den Drehteller. Mit dem Smoother glätte ich die Oberfläche. Dazu reibe ich mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen über die Torte. Wichtig ist, dass der Fondant nun nicht mehr klebt. Sollte er noch klebrig sein, muss man die Torte mit ein paar Minuten antrocknen lassen. Es kann hilfreich sein, zwei Smoother zu verwenden. Mit dem einen hält man dann die Torte oben fest und mit dem anderen reibt man am Rand der Torte entlang. Alternativ kann man auch einfach die Hände nehmen oder einen Rest Fondant zu einem Ball formen und damit die Torte glätten. Damit der Fondant nicht an dem Fondant der Torte kleben bleibt, sollte man ihn dünn mit Stärke abpudern. Um eine scharfe obere Kante zu erzeugen, benutze ich nun die Flexi-Smoother. Dafür wird der eine an den Rand der Torte gedrückt, sodass dessen Kante gerade mit der oberen Kante der Torte abschließt. Dann schiebe ich mit der abgerundeten Seite des anderen Flexi-Smoothers den Fondant nach außen. So wird die Kante zwischen den beiden Smoothern scharfkantig geformt. Nach und nach arbeite ich mich so um die Torte. Einen ähnlichen Effekt kann man auch erzielen, wenn man den Fondant einfach zwischen den Fingern formt. Dazu halte ich die eine Hand an den Rand der Torte und schiebe mit den Fingern den Fondant oben auf der Torte nach außen. Fast immer schleicht sich doch noch eine Luftblase unter den Fondant. Ich hatte bei diesem Video allerdings fast schon Angst, dass es nicht passieren würde. Aber ich habe dann doch noch eine entdeckt. Mit der Nadel steche ich durch den Fondant in die Luftblase und schiebe dann mit den Fingern die Luft zur Nadel. Da die Nadel eben innen hohl ist, kann die Luft einfach entweichen. Besitzt man eine normale Stecknadel, muss man die Nadel natürlich vorher entfernen. Dann streicht man die Luft aus dem Löchlein heraus, das die Nadel hinterlassen hat. Leider verklebt der Fondant meist viel zu früh, sodass das nicht so gut funktioniert. Daher finde ich den Trick mit den Hohlnadeln so genial. Achtet übrigens darauf, nie eine Nadel in der Torte zu vergessen. Immer schön vor dem Dekorieren und nach dem Dekorieren die Nadeln zählen, ob auch keine in der Torte vergessen wurde. Das entstandene Löchlein kann man leicht wieder glätten, sodass es fast nicht mehr zu sehen ist. Die fertig eingedeckte Torte kann nun weiter dekoriert werden. Übrigens kann man Fondantarten sehr gut im Kühlschrank lagern. Dazu einfach die Torte ohne Abdeckung in den Kühlschrank stellen. Vorher sollte man Zwiebeln, Knoblauch, Stinkekäse und andere feuchte oder müffelnde Lebensmittel entfernen, damit die Torte nicht deren Geruch annimmt. Holt man die Torte dann aus dem Kühlschrank, bildet sich zunächst Kondenswasser, sodass die Torte etwas glänzt und klebrig wird. Nach etwa einer Stunde bei Zimmertemperatur ist dann aber alles wieder schön abgetrocknet.